Moin Leute, mein Name ist Koi und 2023 war mal wieder ein fantastisch spaßiges Jahr für mich und das liegt eben unter anderem an den geilen Builds, die ich mal wieder gespielt habe. Wie jedes Jahr zum Jahresende kommt hier also mein Video, in dem ich euch meine Top 5 Lieblingsbuilds in 2023 vorstelle. Die einzelnen Videos zu diesem Build sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch das nochmal im Detail anschauen wollt. Und ansonsten seid natürlich auch ihr gefragt, schreibt mir euren Lieblingsbild in diesem Jahr in die Kommentare. Ansonsten fangen wir jetzt direkt an mit dem Platz Nummer 5. Pfeilregen mit dem explosiven Tod. Einer meiner Lieblingsarchetypen in PoE sind die sogenannten Cog-Builds. Cog steht für Cast on Crit, also Zaubern bei kritischen Treffer. In diesem Bild funktioniert das so, dass wir mit dem Pfeilregen zahlreiche Pfeile herabregnen lassen und sobald diese kritisch treffen, wird automatisch der explosive Tod ausgelöst. Das sind diese vielen kleinen Feuerkugeln, die ihr hier seht. Das sieht nicht nur wuchtig aus, sondern spielt sich auch gut, da die Kugeln zielsuchend sind. Das heißt, sie fliegen automatisch zu den Gegnern hin und explodieren dort. Als Klasse hatte ich damals die Elementaristin gespielt mit ihren zahlreichen Golem-Buffs, aber viele andere Klassen sind hier auch denkbar, wie zum Beispiel der Inquisitor. Damit das komplette Setup aber so gut funktioniert, sind schon ein paar Sachen notwendig. Das ist also weder ein Starter- noch ein Anfängerbild, gerade auch, weil die Skalierung des Schadens nicht so intuitiv ist. Denn beispielsweise Zauberschaden bringt in diesem Bild nur bedingt etwas, obwohl der explosive Tod eigentlich ein Zauber ist. Außerdem kann ich mich erinnern, dass ich das ein oder andere Mal gestorben bin, wahrscheinlich wegen der fehlenden Übersicht bei dem Rieseneffektgewitter. Ich persönlich liebe das ja, aber wenn die Defensive dann nicht gut genug ist, um auch mal blind irgendwo reinzulaufen, kann das schon recht nervig sein. Deswegen ist der Bild auch nur Platz 5. Platz Nummer 4. Mjölnir mit Wirbelsturm, Lichtbogen und Schocknova. Bleiben wir direkt bei den Cog-Builds. Um Zauber auszulösen, muss man nicht mit Pfeilen schießen. Man kann zum Beispiel einfach Thors Hammer Mjölnir in die Hand nehmen und damit herumwirbeln, bis zahlreiche Blitze die Gegner niederstrecken. Das bedeutet, mit dem Angriffsskill Wirbelsturm triggern wir zwei Zauber. Zum einen den Lichtbogen und zum anderen die Schocknova. Lichtbogen ist ein schneller Blitz, der sich zwischen den Gegnern verkettet und so viele Monster auf einmal und auch um Ecken herum treffen kann. Weil das alleine nicht reicht, nehmen wir die Schocknova dazu, die einen Blitzring um uns herauf beschwört, der die Gegner nicht nur schadet, sondern auch ordentlich schockt. Und geschockte Gegner erleiden generell mehr Schaden aus sämtlichen Quellen, also auch von unserem Lichtbogen. Das gepaart mit explodierenden Gegnern und dem sowieso entspannten Spielgefühl durch Wirbelsturm haben wir hier einen extrem spaßigen Bild. Und wenn ihr experimentierfreudig seid, müsst ihr nicht mal mit den zwei Zaubern spielen wie ich. So gut wie jeder andere Blitzzauber passt hier in diese Blaupause. Besonders ist der Bild noch, weil ich ihn als Adelstochter bzw. Scion spiele. Das ist die Klasse, mit der man verschiedene Aszendenzen kombinieren kann. Normalerweise spiele ich selten mit ihr, weil sie oft nicht so stark ist wie die normalen Klassen, aber hier hat sie tatsächlich gut reingepasst. Wir verknüpfen hier nämlich die Stärke eines Inquisitors und die kritischen Treffer eines Assassinen mit der Tankiness und Genauigkeit eines Kolosses. Leider ist auch das wieder ein Bild, bei dem man sich die Ausrüstung leisten können muss, fällt also nicht unter die Starterkategorie. Und obwohl der Schaden generell ziemlich gut war, hatte ich mir persönlich noch etwas mehr erhofft. Hier war in erster Linie das grandiose Spielgefühl Grund für einen Platz auf dieser Liste. Platz Nummer 3. Die Blitzlanzen-Elementaristen. Dieser Build ist aus einem einzigen Grund auf der Liste. Er hat mich einfach komplett überrascht. Wenn mir zum Ende einer League generell langweilig wird, versuche ich mich immer mal in Hardcore. Dort experimentiere ich dann mit verschiedenen Skills, so zum Beispiel auch die Blitzlanze. Und schnell wurde klar, wie unfassbar gut man damit durch die Story kommt. Resultat dieser Erkenntnis ist mein Starterbild für 3.22 gewesen. In der Ancestor League bin ich nämlich mit der Blitzlanzen-Elementaristin gestartet und das war ein voller Erfolg. Blitzlanze ist wieder ein Blitzzauber, der eine besondere Mechanik innehat. Denn wenn wir die Lanze einmal wirken, verursacht sie einfach nur Schaden in einer recht großen Fläche vor uns. Bleiben wir aber stehen und wirken den Zauber nochmal und nochmal, verwandelt sich die Fläche in diesen dicken Strahl. Und dieser Strahl verursacht dann mehr Schaden. Kurzum, der Skill hat einen eingebauten Boss-Modus und das merkt man.
da wir hier sonst keine kniffligen Mechaniken mehr nutzen, sondern wir wirklich eine per Hand zaubernde Hexe spielen, eignet sich der Build auch sehr gut für Anfänger, von denen ich bislang auch immer positives Feedback für diesen Build erhalten habe. Man kommt smooth durch die Akte, hat im Endgame eine schöne Progressionskurve und kann sämtlichen Content machen, ohne Unmengen in die Ausrüstung investieren zu müssen. Außerdem habe ich im Endgame auch noch Gegner-Explosionen eingebaut, was ein weiterer Pluspunkt ist. Eventuell muss man sich am Anfang etwas an den sich verändernden Skill gewöhnen, wenn man zum Beispiel gerade eine große Fläche abdecken will, aber man zu lange stillstand und noch den dicken Strahl hat. Das kann sich zu Beginn vielleicht etwas hakelig anfühlen, mit etwas Übung hat man hier aber einen schlichtweg guten Build. Und wenn man nicht als Hexe spielen will, kann man ja auch als Mana-stackender Hierophant einen Versuch starten, das scheint nämlich eh nicht gut zu laufen. Ein verdienter Platz 3 für die Blitzlanze. Platz Nummer 2. Klingenwirbel in der Kälte-Variante. Platz Nummer 2 ist ein Bild, der nicht nur bei mir hoch im Kurs steht. Klingenwirbel ist ein generell sehr beliebter und auch vielseitiger Skill. Man kann ihn mit Gift spielen, mit Feuer oder wie hier in einer Kälte-Variante. Mit Klingenwirbel beschwören wir für eine gewisse Dauer bis zu 10 Klingen um uns herum, die Gegner kontinuierlich treffen. Das sorgt für einen Playstyle, in dem wir alle paar Sekunden kurz den Skill wirken und ansonsten einfach durch die Gegner rennen. Dank des Kälteschadens frieren wir die Gegner regelmäßig ein, wodurch sie dann auch noch schön zerplatzen. Außerdem hilft es natürlich unsere Defensive sehr, wenn die Gegner eingefroren sind oder wegen der Unterkühlung zumindest langsamer agieren. Für die gute Offensive dieses Builds habe ich damals Energieladungen gesteckt. Eigentlich wollte ich deswegen auch die Okkultistin spielen, allerdings habe ich mich dann doch mal wieder für die Elementaristin entschieden und den einen Punkt der Okkultistin mit den Energieladungen mir einfach über Juwele gesnackt. Selbstverständlich kann man den Build aber auch mit anderen Klassen spielen. Einige nutzen sogar den Klingenwirbel als Starterbild. Das habe ich selbst noch nicht probiert, ist aber eventuell mal eine Überlegung wert. Selbstverständlich musste ich auch in diesem Bild Gegner-Explosionen einbauen, damit sich das Zerplatzen auch noch schön verkettet. Auch wenn man sich erstmal an den Spielstil gewöhnen muss, alle paar Sekunden mal den Skill zu wirken und ansonsten nur rumzurennen, ist das irgendwann echt entspannt zu spielen. Man läuft halt einfach irgendwo lang und rumherum explodiert's und man braucht nur noch looten. Der Bossschaden ist vor allem dank der Wahlvariante von Klingenwirbel ebenso ganz gut. Am meisten Spaß hat mir der Build jedoch beim generellen Mappen gemacht. Und zwar so viel, dass ich den Build bestimmt nochmal in einer anderen Variante erneut spielen werde. Bevor wir jetzt zum ersten Platz kommen, noch zwei Builds, die es zwar nicht auf die Liste geschafft, diese aber nur knapp verpasst haben. Angefangen mit natürlich einem Bogenbild. Ich liebe Bogenbilds und muss regelmäßig welche spielen. In diesem Jahr hat der Bogenskill Eisgeschoss eine Wahlvariante spendiert bekommen und oh boy, knallt das rein. Mit Wahl-Eisgeschoss beschwören wir zahlreiche Klone von uns, die dann mit uns gemeinsam auf den Gegner ballern. Damals gab es sogar noch einen passiven Punkt, mit dem die Projektile nochmals zu uns zurückgekehrt sind, wodurch sich unser Schaden damals quasi einfach verdoppelt hat. Den Punkt gibt es leider nicht mehr, trotzdem ist das immer noch ein ziemlich spaßiger Bild, so wie Bogenbilds eben sind. Projektile benötigen aber nicht immer einen Bogen. Mit dem Frostpuls zaubern wir ein oder mehrere Projektile, die durch die Gegner gleiten und alles einfrieren und vernichten. Das ist tatsächlich sehr befriedigend, wenn wir direkt mehrere Frostpulse nebeneinander lossenden. Ich habe diesen Build in 3.22 gespielt. In dieser League gab es die Tattoos für den passiven Baum und über diese Tattoos konnte ich mir ohne Damage-Verlust weitere Projektile holen. Denn erst wenn man wirklich mindestens 3 Projektile abfeuert, macht das so richtig Spaß. Das heißt, der Build ist jetzt leider nicht mehr so einfach nachbaubar. Frostpuls war sonst immer nur ein Skill, den ich kurz zum Leveln in Akt 1 gern nutzte. Den mal in Action im Endgame zu sehen, hat mir sehr gefallen. Das Ganze habe ich damals als Schwindler gespielt und Rasereiladung gesteckt, was für ordentlich Schaden gesorgt hat. Auch wenn jetzt nicht mehr so einfach möglich, bleibt der Build mir auf jeden Fall in wohliger Erinnerung. Platz Nummer 1. Der Schlechter mit dem tektonischen Hieb. Der Schlechter mit dem tektonischen Hieb ist nicht nur Platz 1 in 2023, sondern hat sich sogar auf die Spitze meiner absoluten Lieblingsbuilds of all time gemausert. Eventuell habt ihr mitbekommen, dass ich es liebe, wenn Gegner explodieren und sich diese Explosion auch noch verkettet.
Dieser Build treibt das Ganze auf die Spitze. In jedem Video, in dem ich versuche, Leute von Path of Exile zu überzeugen, nutze ich Bildmaterial von diesem Build. Einfach weil in meiner Wahrnehmung man doch sofort Bock bekommt, wenn man das sieht. Zugegebenermaßen sehen die Explosionen nur so geil aus, weil ich mir für teuer Geld einen Skin gekauft habe. Dem Spielgefühl tut's aber auch ohne Skin keinen Abbruch. Ich hab's damals schon im Videoguide gesagt und ich sag's hier nochmal. Das Gefühl, mit dem tektonischen Hieb auf den Boden zu hämmern, zu sehen, wie sich die Lava zu den Gegnern wälzt, dort dann eine Schockwelle auslöst, getroffene Gegner explodieren und sich diese Explosion dann noch weiter verkettet, ist einfach unbeschreiblich befriedigend. Dennoch ist das ein Melee-Build und wie wir wissen, braucht man schon ordentliche Ausrüstung, um hier noch an guten Boss-Schaden zu kommen. Aber was interessieren mich Bosse, wenn ich in jeder Map Sylvester haben kann? Das waren meine Lieblingsbuilds in 2023. Ich bin sehr gespannt, was 2024 auf mich wartet und vor allem, wie sich die Builds in Path of Exile 2 spielen werden. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch ein frohes Fest und falls wir uns nicht nochmal sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.